Hallihallo ihr Lieben, hier ist wieder euer TikTok-Fahrlehrer. Oft werde ich auch gefragt, ich habe einen Hund, wo kommt denn der Hund hinein ins Auto? Wenn ihr natürlich einen großen Kofferraum habt, so wie diesen hier, dann könnt ihr natürlich den Hund mit einer vernünftigen Decke in den Kofferraum rein platzieren, eventuell auch mit einer Leine irgendwo an der Seite fixieren. Am besten ist natürlich immer, klar, eine runde Box, da gibt es nichts. Wenn ihr ein kleines Auto habt, also ohne größeren Kofferraum und ihr habt auch keine Hundebox, dann empfiehlt es sich immer, den Hund während der Fahrt beim Beifahrer in den Fußraum zu setzen. Dann habt ihr ihn A unter Kontrolle und der Hund hat auch nicht so eine große, ja, ich sag jetzt mal Ausweichmöglichkeit, dass er irgendwie von hinten nach vorne springen kann oder wie auch immer. Am besten, wie gesagt, immer noch im Kofferraum mit einer Hundebox, Sicherheit Nummer 1, oder eben halt, wenn ihr gar nichts habt, keinen Kofferraum, also einen offenen Kofferraum, dann natürlich Beifahrersitz unten in den Fußraum hinein. Weitere Tipps und Tricks in Sachen Auto, Führerschein und Fahrausbildung gibt es natürlich bei mir auf dem Kanal, Herr TikTok-Fahrlehrer, und mehrmals die Woche live, 19 Uhr bei der Fahrlehrersprechstunde, auch live bei den Fahrstunden. Also wenn ihr Lust habt, kommt einfach mal bei mir auf die Seite und es gibt immer neue Sachen in Bezug auf Führerschein, Auto und Fahrausbildung. Euer Herr TikTok-Fahrlehrer.